Hallo, herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Ich zeige euch in diesem Video, wie man so eine tolle Dekoration aus Papier machen kann. Das ist sehr schnell gemacht und man kann das in vielen verschiedenen Formen machen. Das hier sieht ein bisschen aus wie eine Glocke oder wie eine umgedrehte Blüte. Man kann es aber natürlich auch in weiß machen als kleinen Geist für Halloween oder kugelförmig für Weihnachten als Weihnachtskugel, eiförmig als Osterdeko. Also da kann man eigentlich das ganze Jahr mit dekorieren. Vielleicht habt ihr Lust, das nachzumachen. Ihr braucht Wolle, Seidenpapier, Klebestift und Schere. Ich habe schon mal vorbereitet aus dem Seidenpapier 24 Rechtecke. Die haben immer eine Länge von 10 cm mal 7 cm und die haben auch so ein süßes kariertes Muster. Ja, und die habe ich einfach schon mal vorgeschnitten. 24 Stück. Ich falte eines der Papiere einmal so in der Mitte, damit ich die Mittelkante hier habe, also damit ich genau weiß, wo die Mitte ist. Und genau hier über die Mitte trage ich jetzt einmal einen schmalen Streifen Klebestift auf. Außerdem ganz rechts und ganz links. Und da lege ich jetzt einfach ein weiteres Seidenpapierblatt drauf. Jetzt habe ich hier gerade außen, in der Mitte und wieder außen. Und jetzt mache ich zwischen den beiden Markierungen, die ich gerade gemacht habe. Also hier und hier. Mache wieder ein Seidenpapier drauf. Und jetzt wieder die Markierungen vom Anfang. Also eine außen. Eine in der Mitte und eine wieder außen. Und so geht es jetzt immer weiter. Ich mache einmal die Markierung außen in der Mitte, außen und danach Mitte, Mitte. Dann wieder außen in der Mitte, außen, dann wieder Mitte, Mitte, bis ich alle Blätter zusammengeklebt habe. Wenn alles zusammengeklebt ist, dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt falte ich das hier einmal der Länge nach zur Mitte. Mache hier auch noch mal so einen Knick. Und jetzt brauche ich meine Schere. Und damit schneide ich jetzt hier die Ecken noch mal so rund. Man kann natürlich auch, also ich habe es jetzt hier rund geschnitten, aber hier oben rund und hier unten kann man zum Beispiel auch so noch was rausschneiden. Jetzt müssen nur noch hier die beiden Seiten zusammengeklebt werden und hier auf der gegenüberliegenden Seite die beiden Seiten, damit sich das Ganze so auffächern kann. Aber bevor ich das mache, werde ich jetzt erstmal mein Band hier reinbinden. Ich mache in die eine Seite von meinem Band einen Knoten und dann kommt das hier einfach in die Mitte rein und dann werde ich das Ganze nur noch zusammenkleben und dann hält das. Aber damit das Ganze noch ein bisschen stabiler ist, kann man das Ganze auch noch mal einfach hier in der Mitte mit dem Hefter heften. Und das werde ich jetzt auch einfach noch mal machen. Hier zwei Hefternadeln. Jetzt mache ich hier überall einmal Klebestift drauf, auch in die Mitte. Meinen Faden. Und dann falte ich das Ganze einmal so zusammen. Alles ein bisschen auffächern. Und jetzt muss ich die beiden Seiten noch zusammenkleben. Auch hier mache ich jetzt einmal ein bisschen Klebestoff drauf.
und zusammenkleben. Am besten, man geht einmal hier so in diese Lücken rein und drückt das Ganze dann hier so schön zusammen. Jetzt muss ich alles natürlich noch so ein bisschen auseinanderfächern. Ganz vorsichtig so auseinanderziehen. Und dann habe ich eine wirklich sehr schöne Dekoration. Sieht auch ein bisschen aus wie eine umgedrehte Tulpe, denke ich gerade, dadurch, dass ich das hier unten so aufgeschnitten habe. Aber man kann das natürlich in ganz verschiedenen Formen machen. Man kann das Ganze auch rund schneiden oder wie ein Ei schneiden. Also eigentlich zu jeder Jahreszeit, zu Ostern, zu Weihnachten. Oder das hier mit diesem Karierten erinnert mich auch noch wieder so ein bisschen an so ein bayerisches Fest oder so ein Oktoberfest. Und ja, damit kann man wirklich eine schöne Partydekoration machen. Ihr seht, das hat nicht lange gedauert und sieht ziemlich schön aus. Vielleicht habt ihr Lust, das nachzumachen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt. Ob ihr das vielleicht lieber rund schneiden würdet als Kugel oder so wie ich das gemacht habe, so ein bisschen wie so eine umgedrehte Blüte. Einfach in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Schaut auch meine anderen Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!